Mit dem Wind genau den richtigen Punkt erwischt, hatte nur 0,1 Meter pro Sekunde gegen Wind, Malaika Mihambo. Also es lohnt sich da ein bisschen, wie wir das bei Malaika gesehen haben, auszutarieren. Wie kommt der Wind? Vielleicht macht das jetzt auch die Italienerin so. Laura Strati, Italiens Meisterin mit dem dritten Versuch im Weitsprung.